Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 71, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend eine Aktuelle Stunde, Glyphosat sogar in der Muttermilch. Hessen schützt wirksam die Verbraucherinnen und Verbraucher, Drucksache 2236 aus 19. Und als Erste spricht Kollegin Feldmayer, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ui, ist das weit oben. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Glyphosat ist das weltweit meistverkaufte Pestizid. In Deutschland wurden 2011 über 5.000 Tonnen des Wirkstoffs Glyphosat abgesetzt, und die Tendenz ist steigend. Glyphosat ist ein Totalherbizid, das alle Wildkräuter außer der Nutzpflanze, die wachsen soll, abtötet. Weltweit wird es in Kombination mit gentechnisch veränderten Pflanzen eingesetzt, die dagegen resistent gemacht worden sind. Diese Pflanzen gehen also im Unterschied zu den Wildkräutern dann nicht kaputt, alles andere schon. Unter dem großflächigen Einsatz leidet die biologische Vielfalt. Auch darum ist Glyphosat in der Kritik, meine Damen und Herren. Die Firmen, die Glyphosat vermarkten, vermarkten gleichzeitig auch die gentechnisch veränderten Pflanzen. Sie haben damit also auch ein Geschäft gemacht, das sich doppelt auszahlt. Glyphosat ist aber schon länger im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Eine Stichprobenanalyse unserer grünen Bundestagsfraktion hat Glyphosat in Muttermilch in allen Bundesländern nachgewiesen. Meine Damen und Herren, das ist besorgniserregend. Weder Glyphosat noch ein anderes Pestizid hat im menschlichen Körper überhaupt etwas verloren. Ende März hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Das Bundesamt für Risikobewertung kam aber zu einem anderen Schluss. Warum sind diese Bewertungen so wichtig? Ende 2005 läuft die EU-Zulassung für Glyphosat aus. Deshalb ist es ganz wichtig, was bei diesen wissenschaftlichen Bewertungen und durch die Institute herausgekommen ist. Die Bewertungen, die durch das Bundesamt für Risikoforschung gemacht werden, muss aber Unabhängigkeit und Objektivität gewährleisten und darf nicht beeinflusst werden durch die Unternehmen selbst, die diese glyphosathaltigen Mittel selbst produzieren. Dass das Bundesamt für Risikobewertung Leserbriefe von Mitarbeitern des Agrar- und Gentechnikkonzerns Monsanto, die also Glyphosat selbst herstellen, als sonstige Quellen in die wissenschaftliche Bewertung von Glyphosat hat einfließen lassen, meine Damen und Herren, so etwas geht gar nicht. Wir wollen keine Panikmache betreiben. Ich glaube, damit ist auch niemand genützt. Wir fordern aber, dass gründlich, unabhängig und sorgfältig überprüft wird, ob die Zulassung für Glyphosat überhaupt verlängert werden kann. Gesundheitsschutz hat oberste Priorität, und die geht vor wirtschaftlichen Interessen. Ministerin Hinz hat für ihren Kompetenzbereich, das ist die Anwendung von Glyphosat im öffentlichen Bereich, also in dem nicht landwirtschaftlichen Bereich, schon Konsequenzen gezogen. Und sie hat eine strikte Einschränkung zur Anwendung von Glyphosat im öffentlichen Raum erlassen. Das bedeutet also, kein Glyphosateinsatz mehr auf öffentlichen Spielplätzen, Sportanlagen und Friedhöfen. Es gibt nicht schädliche und sogar pestizidfreie Alternativen, wer hätte das gedacht, die hier auch gut eingesetzt werden können. Und auch im Sinne derjenigen, die das Mittel anwenden müssen, kann man nur sagen, gut, dass das Land Hessen hier jetzt Konsequenzen gezogen hat. Ministerin Hinz hat bereits im Mai zusammen mit den anderen Ministerinnen und Ministern auf der Verbraucherschutzministerkonferenz ein Verbot von Glyphosat im verbrauchernahen Bereich gefordert. Meine Damen und Herren, damit ist der Spielraum für Hessen aber auch erschöpft und ausgereizt. Und weitere Maßnahmen müssen vom Bund und von der EU ergriffen werden. Wir GRÜNE wollen eine Landwirtschaft,
die die Ernährung sichert, aber die nicht auf Kosten der Umwelt und der Gesundheit geht. Lebensmittel, die Glyphosat-Rückstände erhalten, haben auf dem Teller nichts zu suchen, und erst recht haben Glyphosat-Rückstände in der eigentlich gesunden Muttermilch für Babys überhaupt nichts zu suchen, meine Damen und Herren. Deshalb muss hier dringend nachgesteuert werden. Vielen Dank. Danke schön. Als Nächste spricht Kollegin Müller-Klepper, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Verbraucherschutz hat für die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen einen hohen Stellenwert. Das spiegelt die Koalitionsvereinbarung, das spiegelt das Handeln, wie die Erhöhung der Mittel für den Verbraucherschutz um ein Drittel und die deutliche Ausweitung der Verbraucherberatung. Den Themen des Verbraucherschutzes, tatsächlichen, aber auch möglichen Gefährdungen und mit besonderer Priorität der Umsetzung des Vorsorgeprinzips wird eine hohe Aufmerksamkeit zuteil, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Dies zeigt diese Aktuelle Stunde. Glyphosat in der Muttermilch. Mit dieser Botschaft hat eine neue Studie Schlagzeilen gemacht. Glyphosat, der mengenmäßig bedeutendste Inhaltsstoff von Herbiziden, wurde in allen 16 untersuchten Muttermilchproben gefunden. Verständlich, dass dies Besorgnis hervorruft, Sorgen, die wir ernst nehmen. Deshalb ist Staatsministerin Hinz unmittelbar aktiv geworden, worauf ich noch zurückkomme. Und weil wir diese Sorgen ernst nehmen, fordern wir die zügige wissenschaftliche Bewertung dieser neuen Studie. Mit den Ergebnissen ist sorgfältig umzugehen. Die Untersuchungen müssen ausgeweitet werden, wie es die Umweltwissenschaftlerin Irene Witte zu Recht fordert. Denn wie sie anmerkt, können aus einer Studie mit 16 Proben keine endgültigen Schlüsse gezogen werden. Andere Wissenschaftler haben Zweifel an der verwendeten Methode geäußert, oder sie merken an, dass Rückstandsbefunde noch keine Risiken belegen. Derzeit läuft, wie Kollegin Feldmayer ausgeführt hat, das Verfahren zur Verlängerung der Zulassung von Glyphosat, für das die EU zuständig und Deutschland der berichterstattende Mitgliedstaat ist. Bisher haben weder die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit noch das Bundesinstitut für Risikobewertung Ansatzpunkte für Einschränkungen oder ein Verbot gesehen. Doch die aktuelle Studie legt nahe, es müssen weitere Daten in das laufende Verfahren einbezogen werden. Die Entscheidung muss auf fundierter wissenschaftlicher Basis, aber auch auf Grundlage der neuesten Erkenntnisse getroffen werden. Das allein ist der richtige Weg. Und dazu gehört, dass die Studie Eingang findet, dass sie um amtliche Untersuchungen ergänzt und grundlegend wissenschaftlich bewertet wird, so wie das Bundesinstitut für Risikobewertung bereits über 200 toxikologische Studien und zahlreiche weitere neue Dokumente, insgesamt mehr als 1.000, einer umfassenden gesundheitlichen Risikobewertung unterzogen hat. Es ist zu dem Schluss gekommen, dass Glyphosat allen Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie für Pflanzenschutzmittel entspricht. Weitere Daten will auch die Internationale Agentur für Krebsforschung der WHO liefern, die Glyphosat neu als potenziell krebserzeugend eingestuft hat. Der Bundestag hat auf dieser Grundlage auch bereits beschlossen, eine Anhörung durchzuführen. Die aktuelle Studie ist kein Anlass zur Panik. Sie ist aber Anlass, um weitere Überprüfungen vorzunehmen, das Bewertungsverfahren zu erweitern und noch nicht abzuschließen. Auf Bundesebene ist dies bereits auf den Weg gebracht worden. Die Studie war darüber hinaus Anlass, dass die Landesregierung verantwortungsbewusst ihren Handlungsspielraum genutzt hat. Staatsministerin Hinz hat konsequent und schnell gehandelt. Diese Landesregierung gewährleistet durch konkrete Maßnahmen den vorsorgenden Verbraucherschutz.
Die Ministerin hat den Einsatz von Glyphosat auf öffentlichen Freiflächen untersagt und den Pflanzenschutzdienst des Landes verpflichtet, verstärkt über Alternativen wie thermische und mechanische Methoden zu informieren. Auf Initiative Hessens hat die Verbraucherschutzministerkonferenz sich für ein vorläufiges Verbot der Glyphosatanwendung auf Flächen ausgesprochen, die nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden, also durch Privatpersonen im Haus- und Kleingartenbereich. Dieser Ansatz ist richtig, denn Glyphosat gehört in fachkundige Hände, wie dies bei den hessischen Landwirten der Fall ist. Sie verfügen über den Sachkundenachweis, die Ausbildung und eine geprüfte, kontrollierte Technik. Wir drängen, meine Damen und Herren, auf die abschließende Neubewertung auf EU-Ebene, damit wir zügig Klarheit über mögliche Risiken haben und hierauf aufbauend entsprechend politisch gehandelt werden kann. Darüber hinaus arbeiten wir mit Nachdruck daran, dass das übergeordnete Ziel konsequent umgesetzt wird, nämlich dass derartige Herbizide so wenig wie möglich verwendet werden. Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, noch ein Satz. Denn unabhängig von der Frage möglicher gesundheitlicher Auswirkungen muss allein schon aus Gründen des Umwelt- und Artenschutzes zum Schutz der Böden, des Wassers und der Artenvielfalt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln noch stärker, noch besser und noch schneller reduziert werden. Ich danke, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Schott, DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Unkrautvernichter Glyphosat ist in aller Munde, und das nicht nur im übertragenen Sinne. Das hat der BUND vor fast zwei Jahren an einer Studie gezeigt. 182 Urinproben von Menschen aus Großstädten in 18 Ländern Europas wurden aus Glyphosat untersucht, und in keinem einzigen Land waren alle Proben frei von Glyphosat. Unabhängig von der Frage möglicher Gesundheitsgefährdungen ist das ein alarmierendes Zeichen. Das alles erinnert stark an den Einsatz von DDT seit 1945. Auch diese Agrochemikalie wurde in der Muttermilch nachgewiesen, aber erst in den 70er Jahren schrittweise in Europa verboten. Von den Forschungseinrichtungen der WHO kamen in den letzten Jahren unterschiedliche Einschätzungen über die Gefährlichkeit von Glyphosat. Im März dieses Jahres hat die WHO Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Das war ein ziemlicher Paukenschlag, und damit wurde die Substanz plötzlich in die zweithöchste Risikostufe eingeordnet, wie z.B. Blei. Das Bundesinstitut für Risikobewertung konnte dieses Ergebnis bis dato nicht nachvollziehen und kommt zu der Einschätzung, dass es bislang keine Nachweise gesundheitlicher Folgen gibt, prüft aber noch die Einschätzung der WHO. Es liegt eine Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung vor und eine Empfehlung der Nationalen Stillkommission, worin die gemessenen Gehalte in Muttermilch als gesundheitlich unbedenklich eingeschätzt werden. Aber es ist da, und damit ist es schon einmal problematisch. Die wissenschaftliche Dokumentation soll dazu in Kürze erscheinen. Und ja, es ist völlig legitim, die Ergebnisse der WHO noch einmal zu überprüfen. Aber dass Union und Bundesregierung schon vorab die wissenschaftliche Kompetenz der WHO-Agentur infrage stellen, finde ich absolut inakzeptabel. Wir alle nehmen derzeit an einem Großversuch teil. Vielleicht erst in einigen Jahren wird die Wissenschaft zweifelsfrei feststellen, ob Glyphosat krebserregend oder erbgutschädigend ist oder das Nervensystem angreift. Ich für meine Person habe eigentlich keine Lust, unfreiwillig an so einem Großversuch teilzunehmen. Wir begrüßen es, dass sich die hessische Ministerin für Umwelt- und Verbraucherschutz und die Landwirtschaft der Initiative von 11 weiteren Bundesländern angeschlossen hat. Wir begrüßen es ausdrücklich.
die Anwendung von Glyphosat im öffentlichen Raum weitestgehend zu verbieten. Allerdings fragen wir uns, warum nur weitestgehend und nicht ganz, und wünschen uns darüber hinaus, dass die Ministerin auch in anderen Bereichen den wegweisenden Vorschlägen ihrer Kollegin folgen möge. Um Verbraucherinnen und Verbraucher wirksam zu schützen, ist aber die Bundesregierung gefordert, ein Verbot von Glyphosat zu erlassen. Das hat auch bereits der Bundesrat so formuliert. Aus dem Haus- und Kleingartenbereich beispielsweise für den Haus- und Kleingartenbereich sind 51 glyphosathaltige Mittel zugelassen. Man kann sie kanisterweise in Baumärkten kaufen, angeblich mit Beratung. Ja, nur. Bei dem größten Internethändler, der mit den schlechtesten Löhnen, gibt es 500 ml Roundup Easy für 17,63 € gänzlich ohne Beratung. In Nord- und Südamerika werden glyphosatresistente Gentechnikpflanzen in großer Menge angebaut und nach Europa importiert. Auch so kommt Glyphosat in den Urin der europäischen Bevölkerung. Es ist das weltweit am stärksten verbreitete Pflanzenschutzmittel. Es ist ein Riesengeschäft für Monsanto, möglicherweise mit schwerwiegenden Folgen für unsere Gesundheit. Bis heute wurde keine einzige repräsentative Studie in Auftrag gegeben, um die widersprüchlichen Ergebnisse entweder zu widerlegen oder zu bestätigen. Das ist die Aufgabe der Bundesregierung, und da hat sie versagt. Die Fragen der Risiken müssen geklärt werden. Die ökologischen Risiken sind im Grundsatz klar, aber die Wissenslücke bei den gesundheitlichen Risiken sind groß. Es gibt zwar immer wieder Hinweise auf erhebliche Tiergesundheitsprobleme bei Rindern und Schweinen, die mit Glyphosat in Verbindung gebracht werden, aber offiziell wurden diese gesundheitlichen Risiken immer verneint bis zum Paukenschlag der WHO im März. Aus unserer Sicht, und diese Forderung stellen wir seit einem Jahr, muss die Bundesregierung den Verkauf von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln an Laien untersagen und ihren Einsatz in privaten Gärten und auf Plätzen verbieten. Diese Forderung wird von vielen Baumärkten schon umgesetzt. Sie nehmen das Glyphosat aus dem Sortiment. Was sagt das eigentlich über unser Land, wenn Baumärkte vorsorgender sind als die Regierung? Die Anwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel als Sikkation in der Landwirtschaft muss verboten werden, und es muss verbindlich definiert werden, dass Sikkation eben nicht zur guten fachlichen Praxis gehört. Da haben wir eine dezidiert andere Meinung als Sie. Auf EU-Ebene muss die Bundesregierung gegen alle Anträge auf Anbauzulassung gentechnisch veränderter Pflanzen drängen und an der Stelle auch hier wieder in die Verantwortung reingehen. Eine umfassende Kollegin Schott, kommen Sie bitte zum Schluss. Letzter Satz. Eine umfassende Risikoforschung muss finanziert werden. Selbst wenn wir es schaffen, den Einsatz von Glyphosat in Deutschland stark einzuschränken oder zu verbieten, brauchen wir das Wissen, um die Risiken wegen der Einfuhr von glyphosathaltigen Futter- und Pflanzenmitteln, dass wir uns dagegen zur Wehr setzen können. An der Stelle kann ich nur sagen, CETA und TTIP lassen grüßen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Löber, SPD-Fraktion. Ja, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal freue ich mich, dass ich zu einer so schönen Uhrzeit sprechen darf und nicht immer den Rausschmeißer am Ende der Plenartage machen muss. Das finde ich sehr angenehm. Vielen Dank. Die neuen Ergebnisse und Befunde hinsichtlich der gesundheitlichen Wirkung von Glyphosat für den Menschen sind mehr als erschreckend und geben erneut erheblichen Anlass, endlich schnell zu handeln. Aber es sind nicht zum ersten Mal erschreckende Ergebnisse. Auch in den letzten Jahren gab es immer wieder sehr erschreckende Ergebnisse. Aber wieso wird erst jetzt gehandelt und eine Aktuelle Stunde der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Glyphosat abgehalten? Warum wurde nicht bereits vor einem Jahr oder früher das Thema ernster aufgenommen? Liegt es etwa daran, dass nun die Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN eine Untersuchung in Auftrag gegeben hat und in dieser Untersuchung nun festgestellt hat oder sich bestätigt hat, wie erschreckend die Ergebnisse sind, dass bei 16 untersuchten Frauen in der Bundesrepublik bei allen 16 die Werte in der Muttermilch erschreckend über den Grenzwerten für Trinkwasser liegen? Es ist wirklich mehr als erschreckend, auch diese Untersuchung. Weiterhin kommt nun hinzu, dass inzwischen auch das Krebsforschungsinstitut der Weltgesundheitsorganisation Glyphosat für wahrscheinlich krebserregend hält.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bedenken gegenüber Glyphosat sind allerdings, und das kann man nicht oft genug betonen, kein neues Thema. Der Wirkstoff Glyphosat kam in Deutschland erstmals in den 1970er Jahren mit dem Pflanzenschutzmittel Roundup auf den Markt. Derzeit sind im Ackerbau, auch hier sind die Kollegen und Kolleginnen vorher schon darauf eingegangen, rund 70 glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel zugelassen. Ein großer Teil dieser Pflanzenschutzmittel dürfen sogar auch im herkömmlichen Haus- und Kleingartenbereich eingesetzt werden. Der Wirkstoff Glyphosat ist heute der weltweit am häufigsten verwendete Stoff bei Pflanzenschutzmitteln mit den eben da auch schon angesprochenen wirtschaftlichen Interessen, die da auch im Hintergrund stehen. Auf der europäischen Ebene findet derzeit immer noch eine Neubewertung des Wirkstoffes als Grundlage für die weitere Zulassung statt. Die eigentliche Neubewertung hätte allerdings bereits zum Jahr 2012 abgeschlossen werden sollen. Der Abschluss des Verfahrens soll nun endlich Ende Dezember diesen Jahres, 3 Jahre später, erfolgen. In Medienberichten ist Glyphosat regelmäßig, auch im Zusammenhang mit Monsanto, ein Thema. Alle paar Wochen gibt es neue erschreckende Berichte, gerade auch in Bezug auf Auswirkungen auf die Menschen und die nachfolgenden Generationen, wenn Menschen im Zusammenhang mit Glyphosat in Kontakt gekommen sind und die über Nahrung oder anderes aufgenommen haben. Gerade die Berichte im amerikanischen Raum zu Menschen, die in, ich nenne es mal, Glyphosatfeldern, wo im großen Stil Glyphosat auf die Felder gebracht wird, sind einfach schon seit Längerem alarmierend. Bereits im letzten Jahr habe ich daher die Ministerin mithilfe eines Berichtsantrags auf das Gefährdungspotenzial von Glyphosat für den Menschen hingewiesen und habe hierbei auch um eine Einschätzung des Gefährdungspotenzials gebeten. Grund für den Berichtsantrag waren damals schon die Erkenntnisse einer durch Ökotest veröffentlichten Studie aus dem Jahre 2013, wonach bereits Rückstände des Pestizids in diversen Lebensmitteln, aber auch damals schon in menschlichem Urin festgestellt worden sind. Hinzu kommen bereits im Jahr 2014 bereits veröffentlichte Untersuchungen in den USA zu erschreckenden Ergebnissen über Rückstände von Glyphosat in Muttermilch. Gerade diesen Punkt haben wir explizit im Ausschuss nachgefragt, diskutiert und beantwortet bekommen. Frau Ministerin Hinz hatte schon damals die Gelegenheit, die Gefahren von Glyphosat ernst zu nehmen und schnell zu handeln. Stattdessen verwies sie lediglich auf die Schlussfolgerungen des Bundesinstituts für Risikobewertung und wollte zunächst weitere Untersuchungen über die gesundheitlichen Wirkungen von Glyphosat abwarten. Bereits damals habe ich weitere Untersuchungen gerade zu Muttermilch und Blut, Urin, angemahnt. Mit großem Erstaunen habe ich nun die seit dem 20. Juli dieses Jahres veröffentlichte Pressemitteilung seitens der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Kenntnis genommen, in der sich, liebe Frau Kollegin Dorn, Sie sich über die plötzlichen neuen Erkenntnisse von Glyphosat äußerst besorgt zeigen und gleichzeitig das schnelle Handeln der Ministerin loben. Liebe Frau Dorn, es wäre schön, wenn Ihre Fraktion Themen von mir im Ausschuss früher aufnehmen würde. Mir würden da noch andere einfallen. Es ist erfreulich, dass Sie nun endlich zur Einsicht gekommen sind, dass der Wirkstoff Glyphosat eine erhebliche gesundheitliche Bedrohung für den Menschen darstellt. Fest stand das bereits schon sehr lange. Zu schade daher, dass diese Erkenntnis und der damit verbundene Aktionismus so spät kommen. Frau Ministerin, diesen Schritt hätten Sie auch schon ein Jahr früher einleiten können, wenn nicht sogar müssen. Vielen Dank. Danke schön. Als Nächster spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn es um die Gesundheit von Säuglingen, von Kindern, wenn es um die Gesundheit von Menschen, von Müttern geht, dann darf der Gesundheitsschutz oder muss der Gesundheitsschutz die höchste Rolle spielen. Das ist ganz klar. Da darf man keine Kompromisse machen. Das sehen wir durchaus auch so. Aber es ist ja auch schon angesprochen worden, und ich darf sagen, ich kann mich der Vorrede von Frau Müller-Klepper vollumfänglich anschließen.
Diese Rede hätte ich ähnlich so hier gehalten. Deswegen kann ich auch auf viele andere Aspekte vielleicht noch eingehen, insofern es in 5 Minuten überhaupt möglich ist. Meine Damen und Herren, wenn man sagen würde, dass zwischen den Koalitionspartnern in dieser Frage kein Blatt passen würde, dann müsste man eher sagen, da war wohl ein ganzer Baum dazwischen, zwischen der Rede von Frau Müller-Klepper und das, was die Kollegin von den GRÜNEN hier gesagt hat. Sehr ausgewogen. Ich glaube auch, dass eine Studie, die von 16 stillenden Müttern vorgenommen worden ist, innerhalb der grünen Bundestagsfraktion, dass man solch eine Studie, wenn man sie denn so nennen will, als Anlass nehmen kann, um weitere Studien in Auftrag zu geben. Das kann man machen, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Und ansonsten glaube ich, dass man den Bundesbehörden dann auch so viel Vertrauen entgegenbringen kann, dass sie natürlich wissenschaftlich fundiert diese Erkenntnisse auch verwerten werden. Und bei der Frage, ob es weiterhin eine Zulassung für Glyphosat ganz klar mit ihrer Betrachtung hineinnehmen werden. Meine Damen und Herren, da war jetzt einigermaßen oft die Rede davon, dass wir keine Panik machen wollen. Aber genau das ist ja ein Stück weit passiert, zumal die Frau Staatsministerin Hinz ja sofort nach dieser, ich sag mal, Untersuchung gehandelt hat. Das kann man im Rahmen der Gefahrenabwehrverordnung vielleicht nachvollziehen. Aber das bringt natürlich viele Menschen dazu, nachzudenken und ein erschreckendes Bild zu zeigen. Und eine differenzierte Betrachtung im Nachgang ist meistens nicht mehr möglich. Da muss man sich einmal fragen, was bringt denn das, was Frau Staatsministerin hier gemacht hat? Wir reden davon, dass das Glyphosat nicht mehr aufgetragen werden darf, vor allen Dingen in den öffentlichen Bereich. Das ist da, wo die Staatsministerin den Einfluss darauf hat. Und, meine Damen und Herren, ich frage mich dann aber schon allen Ernstes, wie denn Glyphosat von öffentlichen Grünflächen in die Lebensmittelkette kommt. Also, wenn wir uns über uns irgendwas unterhalten, dann tatsächlich auf der Frage bei der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft, vor allen Dingen in der Landwirtschaft. Meine Damen und Herren, wenn Glyphosat ordnungsgemäß in der Landwirtschaft eingesetzt wird, dann hat die Pflanze nun einmal die Eigenschaft, es komplett zu verstoffwechseln. Es bleiben keinerlei Rückstände übrig. Es kann nur sein, dass der Einsatz von Glyphosat nicht ordnungsgemäß erfolgt ist. Das allerdings müsste man dann kritisieren. Dann müssten da die Ordnungsbehörden, dann müssten die Überwachungsbehörden dann auch entsprechend einschalten. Meine Damen und Herren, wenn wir uns einfach einmal mit den Zahlen befassen, hier sind ja, die WHO ist ja schon genannt worden, es gibt ja Grenzwerte. Dass die GRÜNEN jetzt das Trinkwasser zum Grenzwert genommen haben, ist ja bemerkenswert. Hat damit allerdings überhaupt nichts zu tun. Aber nehmen wir einmal an, wir setzen diese Grenzwerte an, dann müsste ein 4 kg schwerer Säugling jeden Tag 2.778 Liter Muttermilch trinken, um diese Grenzwerte zu erreichen. 2.700 Liter. Und, meine Damen und Herren, nehmen wir die Grenzwerte der WHO an, müsste jeder Säugling jeden Tag 9.260 Liter Muttermilch trinken. Den Säugling müssen Sie mir einmal zeigen. Den Säugling müssen Sie mir einmal zeigen. Meine Damen und Herren, die Medien reagieren auf so etwas halt sehr unkritisch. Sie nehmen diese Zahlen halt gleich auf und transportieren sie weiter. Panikmache sollte nicht passieren. Meine Damen und Herren, ich frage mich manchmal, wie man mit so viel Angst vor der Umwelt durchs Leben gehen kann. Ein bisschen mehr Vertrauen auch zu dem, was die Behörden tatsächlich machen, wäre an dieser Stelle sicherlich nicht schlecht. Und ich glaube, dass auch die WHO und auch die Bundesbehörden hier eine sehr gute Arbeit machen und sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Und gibt es dann dort einen Anlass zur Sorge, dass dort irgendwo etwas gesundheitsgefährdend ist, für kleine Kinder, meine Damen und Herren, dann ist der Weg richtig. Dann muss man Alternativen für Glyphosat suchen. Aber bitte erst einmal wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zur Grundlage von Entscheidungen nehmen. Vielen Dank. Danke schön. Als Nächstes spricht Staatsministerin Hinz.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vielleicht mögen Sie draußen weitermachen. Meine Damen und Herren, es ist richtig, dass das Thema die Gefahren und die Konsequenzen bei der Verbreitung von Glyphosat nicht neu ist, Frau Löber. Aber ich finde es doch einigermaßen vergnüglich, wenn Sie sozusagen das meinen, Sie hätten das Thema als Erste aufgebracht. Aber ein wichtiger Punkt, den Hessen dafür leisten kann, dass Glyphosat sich nicht weiter in der Nahrungsmittelkette anreichert, nämlich das Thema ökologischer Landbau von Ihrem Fraktionskollegen Timo Gremmels als Nischenpolitik bezeichnet wurde, und zwar vor zwei Wochen. Vielleicht sollten Sie sich einmal einigen, in welche Richtung Sie beim Thema Verbraucherschutz und Ökologie als SPD-Fraktion insgesamt laufen wollen. Meine Damen und Herren, Glyphosat ist die Hauptkomponente des weltweit am häufigsten verkauften Breitbandherbizides, und es wird seit Jahrzehnten sowohl in der konventionellen Landwirtschaft genutzt zur Unkrautbekämpfung, aber auch zur Beschleunigung der Erntereifung. Und es tötet eben alles ab, was grüne Blätter hat. Zweifelhafte Berühmtheit hat es erlangt, das ist hier schon erwähnt worden, weil mehr als 70% aller gentechnisch veränderten Pflanzen weltweit gegenüber Glyphosat unempfindlich gemacht wurden. Deswegen kann es dann auf diesen Äckern angewendet werden. Es wird dort auch angewendet, und wir bekommen es dann über die Futtermittelimporte auch nach Deutschland. Und dann kommt es auch in die Nahrungskette über diesen Weg. Das ist evident, und auch das ist ein Grund, weshalb wir auf Futtermittel, heimisch produzierte Futtermittel setzen wollen und auf unsere Eiweißstrategie, die bedeutet keine gentechnisch veränderten Futtermittel in Hessen. Die Bauern wollen das nicht, die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen das nicht, und das ist auch der richtige Weg, den wir hier als hessische Landesregierung einschlagen. Meine Damen und Herren, wir haben seit geraumer Zeit, seit langer Zeit die andauernde Diskussion über Glyphosat. Aber sie ist aktueller geworden durch die Neueinstufung dieses Stoffes durch die Weltgesundheitsorganisation als möglicherweise krebserregend und mit weiteren vorgelegten Studien, aktuellen Studien, von dem ja nur eine Untersuchung diejenigen der Bundestagsfraktion der GRÜNEN mit der Muttermilch war. Deswegen haben wir bereits in den letzten Ministerkonferenzen, sowohl Agrarministerkonferenz als auch Verbraucherschutzministerkonferenz, in diesem ersten Halbjahr Initiativen ergriffen zu diesem Thema. Was wir auf Landesebene machen können, und mehr können wir hier in diesem Lande nicht, das ist, dass wir die grundsätzliche Möglichkeit der Genehmigung der Anwendung auf Nichtkulturland, also das heißt eben auf allen nicht landwirtschaftlichen genutzten Flächen, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen, dass wir es da aussetzen können. Auf den anderen Flächen haben wir keine Möglichkeit als Bundesland. Auch dieses ist unbestritten. Aber ich sage trotzdem, wenn wir über 150 Genehmigungen zurzeit haben in Hessen und viele davon eben nicht auf Flächen wie Bahngleise oder Energieversorgungsanlagen, sondern Schwimmbäder und Sportanlagen, dann fragt man sich, ob das wirklich sein muss. Da toben Menschen herum, da sind Kinder zugange, und ich finde, da müssen solche Herbizide nicht eingesetzt werden. Und deswegen finde ich auch nach wie vor, ist dieser Erlass goldrichtig gewesen, den wir den Kommunen aufgegeben haben.
Es muss dann eben in diesen Fällen, wo Unkrautbekämpfung sein muss, auf mehr mechanische und thermische Alternativen gesetzt werden. Und wir wissen ja auch, dass der Eintrag von solchen Mitteln durchaus auch über Grenzen dann von Sportanlagen mal hinwegfliegt. Und wir haben das Problem, dass die biologische Vielfalt durchaus eingeschränkt wird durch Glyphosat. Auch dazu gibt es wissenschaftliche Studien, die bereits die auch unumstritten sind. Und das ist eine Frage natürlich des Verbraucherschutzes und Gesundheitsschutzes. Und Frau Staatsministerin, ich darf auf die Redezeit der Fraktionen hinweisen. Ja. Und das andere ist diejenige, dass man eben auch die biologische Vielfalt in Hessen und darüber hinaus schützen muss. Ein Punkt ist mir zum Schluss noch wichtig. Was die Frage der Neueinstufung angeht, habe ich durchaus Kritik an dem Verhalten des Bundesamtes für Risikoeinstufung, Risikoeinschätzung, wenn Sie z.B. Leserbriefe als wissenschaftliche Studien einführen wollen, um bei der EU für Verlängerung der Genehmigung des Wirkstoffes zu sorgen. Ich glaube, das ist keine wissenschaftliche Untersuchung, wie wir sie uns vorstellen als Landesregierung, aber auch als Parlament, sondern wissenschaftliche Untersuchungen müssen auch diesem Standard, standhalten. Und ich glaube, dass selbst wenn eine Einstufung, eine Verlängerung möglich ist, der Bund Ausnahmegenehmigungen treffen sollte, dass wir weiter Möglichkeiten haben, im Einzelfall auch weiter glyphosathaltige Mittel einzuschränken in Hessen, weil ich glaube, dass man tatsächlich auf diesem Wege noch viel mehr Verbraucherschutz tätigen muss, als wir das bislang können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 71 abgehalten.